Wir sitzen schon ziemlich, ziemlich viel. Wir sitzen im Job, wir sitzen in der Uni, wir sitzen am Essenstisch, in der Bahn, vorm Fernseher. Wir sitzen sehr, sehr viel. Zu viel, dass das nicht gut für uns ist, haben wir auch alle schon gehört. Das ist jetzt nichts Neues. Es ist aber leider oft nicht zu ändern. Gerade wenn es zum Job gehört, wenn wir wirklich dazu gezwungen sind, mehrere Stunden in einer Position zu verharren, dann gilt es nun aber, sich irgendwie anzupassen und sich damit irgendwie zu arrangieren. Und ja, ihr kennt das bestimmt, ich kenne das auf jeden Fall. Wenn ich viel saß, viel in einer Haltung verharrt bin, dann kriege ich irgendwie, ja, dann verspannt sich mein Nacken, dann fühlt sich alles so ein bisschen steif an. Vielleicht kriege ich auch Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen und so weiter. Und das ist nicht gut. Das wollen wir gerne ein bisschen lockern, ein bisschen lösen. Und ich habe euch ein paar kleine Übungen mitgebracht. Keine große Sache. Es geht eben einfach nur darum, dass wenn wir viel sitzen oder viel stehen, egal was, dann ist einfach extrem viel Druck auf der Wirbelsäule. Das heißt, der Abstand zwischen den Wirbeln, der minimiert sich. Das passiert eh während des Tages. Aber es fühlt sich super an, wenn man da zwischendrin mal wieder das so ein bisschen gelockert bekommt. Und deswegen starten wir einfach direkt los. Wer es von sich kennt, bleibt dabei. Starten wir direkt. Einmal die Finger verschränken und richtig schön nach oben ziehen. Wir können auch nach oben gucken, wir überstrecken aber den Nacken nicht. Wir versuchen den Nacken immer schön in Verlängerung der Wirbelsäule zu behalten. Ziehen hier mit der Ausatmung nach oben. Einatmen und mit der nächsten Ausatmung zur Seite. Einatmen wieder hoch. Ausatmen zur Seite. Das machen wir dreimal. Richtig schön ziehen, richtig schön die Länge in die Wirbelsäule zurückbringen. Das spürt man auf jeden Fall direkt. Wenn wir schon da oben sind, können wir auch direkt bei einer Ausatmung das Ganze nochmal nach vorne ziehen. Richtig schön Platz zwischen die Schulterblätter bringen. Fühlt sich auch super an. Und einmal lockern. Als nächstes nehmen wir die Hand neben den Oberschenkel, rutscht hier so ein bisschen rein, den anderen Arm über den Kopf. Und ziehen zur Seite. Hier richtig schön in die Dehnung gehen und wieder zur Mitte kommen mit der nächsten Ausatmung zur anderen Seite. Wieder zur Mitte. Machen wir auch dreimal. Sehr schön. Und wir bringen die eine Hand aufs gegenüberliegende Knie. Die andere Hand nehmen wir nach hinten. Wenn wir da eine Wand haben, nehmen wir sie direkt zur Hilfe. Wir können uns das auch gerne im Schneidersitz machen. Dann können wir hier die Hand auf den Boden bringen. Wir haben da ein bisschen mehr Halt. Und wir atmen einmal ein, heben die Brust, bringen schön Länge in die Wirbelsäule und mit der Ausatmung drehen wir uns hier schön rein. Der Kopf geht nicht viel weiter, der bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule und da bleiben wir so drei Atemzüge lang, dann kommen wir zur Mitte zurück, wieder die Brust heben, Hand aufs gegenüberliegende Knie, andere Hand nach hinten, schön gerade bleiben in der Wirbelsäule und wir drehen uns hier wieder auf. Bleiben hier drei Atemzüge, kommen wieder zurück. Sehr schön. Und einmal einatmen, Schultern hochziehen. Ausatmen, richtig bewusst fallen lassen und runterdrücken. Annehmen, fallen lassen, runterdrücken. Sehr schön. Und weil wir ja auch relativ viel Zeit in dieser Position verbringen, weil wir am Handy hängen, weil wir am Computer hängen, gehen wir da auch einmal in die Gegenhaltung. Hier orthopädisches Doppelkinn. Einmal das Kinn zur Brust ziehen, schön Länge in den Nacken bringen. Und hier erstmal kurz halten. Und dann verschränken wir hier nochmal die Finger, bringen sie an die Stirn und bringen ja ein bisschen Widerstand dran. Der Kopf bleibt, der bewegt sich nicht. Wir arbeiten nur in den Widerstand rein. Und wieder lösen und einmal an den Hinterkopf bringen und drücken und lösen. Einmal von der Seite drücken und lösen, drücken und lösen. Auf jeder Seite natürlich gleich lang. Und dann könnt ihr schon mal einmal hinspüren, das sollte sich schon mal ziemlich viel freier und viel besser anfühlen. Bei mir ist das jedenfalls so. Ihr könnt da auch einmal noch mal die Hand übers Ohr legen und hier noch einmal drücken, lösen. Hier drücken, natürlich alles nicht überstrapazieren, nicht überstrecken. Es ist, irgendwie geht immer noch um den Hals, empfindliches Ding. So, generell, es liegt nicht an der Haltung, es ist keine Haltung wirklich falsch. Ihr könnt auch mal so sitzen, ihr könnt auch mal so sitzen, aber versucht ein bisschen Bewusstsein reinzubringen, wann ihr das macht und wann ihr ein bisschen schief seid. Wenn ihr wisst, dass ihr wirklich mehrere Stunden in einer Position verharren oder sitzend verharren müsst, dann sucht euch eine Position, wo die Wirbelsäule relativ gerade ist. Dann seid ihr aligned, dann ist die Wirbelsäule so, wie sie einfach gerne wäre.
Und wenn wir schief sitzen, tun wir eben oft. Wenn es euch bewusst wird, dann versucht einfach ganz bewusst einmal in die andere Richtung zu gehen und vielleicht sogar die gleiche Zeit in der anderen Seite zu verbringen. Und ja, versucht darauf zu achten, versucht ein Bewusstsein dafür zu kriegen, dass, ja, dass ihr so oft wie möglich eine gerade Haltung habt oder, ja, oder dagegen steuert. Dass ihr einfach zwischendurch, wenn das alles schon viel zu lang ging und ihr habt wirklich nicht viel Zeit, das muss super schnell gehen, versucht spätestens alle Stunde aufzustehen, kurz ein paar Schritte zu gehen und einfach euch einmal nach oben zu strecken, einmal zur Seite, einmal drehen. Damit seid ihr schon super gelockert. Oder wenn ihr so steht, euch einmal hängen lassen, den Oberkörper wirklich einmal ganz hängen lassen und langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben aufrollen. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo zu hängen, ihr habt vielleicht eine Klimmzugstange oder ein Ast wächst gerade zufällig genau passend oder der Türrahmen ist geeignet zum Hängen, dann hängt euch da mal ran und könnt ihr auch eine kleine Challenge draus machen, wie lange ihr so hängen könnt. Könnt ihr mal die Zeit stoppen, gar nicht so lang, wie man oft denkt. Und ja, das bringt auf jeden Fall auch wieder Platz zwischen die Wirbel, bringt wieder eine gewisse Lockerheit rein, eine gewisse Leichtigkeit und die wollen wir noch alle haben. Und ich hoffe, da waren ein paar gute Tipps für euch dabei. Ihr könnt es vielleicht umsetzen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr es ausprobiert habt oder wenn ihr noch eigene Tipps habt. Bleibt dabei, abonniert den Kanal, damit ihr den Rest vom Adventskalender nicht verpasst. Und nehmt natürlich gerne am Gewinnspiel teil. Und dann sehen wir uns im nächsten Türchen. Macht's gut, bis dann.